Das vom Timing. Brauchen diese Riesenkiesel jetzt länger? Was soll denn der Scheiß, ey? Am besten hätte ich ein Drachenamulett benutzt. Die bringen ja echt viel. Die brauchen ja nur 5 Sekunden, um aktiviert zu werden. Ah, Kacke, ey. Komm her. Mann. Das hätte echt passen können. Schade. Ärgerlich, ärgerlich. Ich habe nämlich vor allem noch sein Leben gesehen, als wir da mit ihm fertig waren. Da habe ich gedacht, hey, das hätte ja fast passen können hier. Noch zweimal so Action und dann hätte es vielleicht gepasst. Aber nein, natürlich nicht, weil er den Kiesel nicht richtig schön reinpfeffert. Ich bin fast verleitet, den Boss auszulassen und erstmal woanders weiterzugehen. Ah, komm her, komm her, komm her. Ja, ja, ja. So. Ihr dürft dann auch einmal antanzen. Mann, Mann, Mann. Das Schlimme ist, das bisschen Leben, das uns jetzt fehlt, das wäre verdammt nützlich, ne? Bup, bup, bup. Okay, ich dachte schon, jetzt greift er durch den anderen wieder an. Was zur... Oh, come on, ey. Come, fuck you. Ich wollte kein Schild wegtreten machen. Ja, jetzt halt's Maul und geh sterben. Wie er das manchmal einfach macht, weil ich am nach vorne drücken bin und angreife. Und dann wird man anscheinend, keine Ahnung, weil ein Gegner vielleicht einen blockt, greift man dann nicht mehr anständig nach vorne an oder was? Ah! So. Der Spasti ist abgelenkt. Komm. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Bap, bap, bap. Bap, 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 bap. Boah, ey, nee. Der Boss, der geht mir auf den... Also, das Schlimme ist nicht, dass ich am Boss sterbe. Ich habe die Angst, dass mir die Items irgendwann ausgehen. Dass ich dann nur noch mit 50% Leben rumkrüppel. Das ist momentan meine Angst. Schießt du heute noch? Danke. Wow, eine Ritterrüstung. Woo! Vielleicht sollte ich doch wieder den TP-Wiederherstellungsring anziehen. Nö. Wir bleiben bei dem hier. So, pack dein Schwert aus oder gar nicht. Ah, wie gut, dass das kein Backstep war. Was war denn das jetzt? Okay. Ach komm, pack die Moves wieder ein, ey. Ritterstulpen. Okay. Ja, wir werden den erst töten und dann gehen wir da rein. Komm. Upp, 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 upp. Irgendwann respawnt er ja nicht mehr, ne? Wow, wir haben keinen kleinen Stein mehr. Uncool, minimal. Haben wir noch was anderes? Wir haben noch seidige Steine, ne? Gut. Können wir uns wenigstens damit jetzt noch vor dem Kampf heilen? Na dann. Wow, das hat aber ganz viel geheilt. Oh Mann. Ich frage mich, wie viele Seelen wir da angesammelt haben. Wow, das sind ein paar. Ein paar. Okay. Oh Mann. So, immer schön draufhauen. Upsa. Weg von dir. Und voll gegens Knie. Ja? Ja? Eins, zwei, eins. Mist. Upp, upp, upp. Kommt da noch einer? Nee. Was haben wir jetzt? Macht das jetzt schon? Ach klar. Ist okay. Oh mein Gott. Okay. Falscher Knopf, verdammt. Jetzt fängt es schon richtig gut an. Okay, wir wollen hier weg. Oh Mann. Na okay, da hätten wir echt noch einen Treffer landen können. Eins, zwei. Und das war's. Wir haben auch keinen gelandet. Scheiße. Okay, aber jetzt komm. Ja, immerhin einer. Na, mein Dämon, was hast du so vor? Eins, zwei. Oh, er weicht aus. Cool. Klasse. Na dann. Oh Mann, ey. Er hat noch so viel Leben übrig. Da war es eben besser gelaufen. Eins, zwei. Klasse. Das schreit nach... Oh, Kacke. Komm, komm schon, ey. Nicht cool. Echt einfach nur nicht cool.
rein mit dem Estus. Oh mein Gott. Hoch mit dem Schild. Ah. Ja, ja, ist okay. Wow. Das hat gepasst. Trink den Estus. Das sieht eher gar nicht gut aus gerade. Und da kommt doch jetzt eh. Oh nein, verdammt. Schild! Ja, komm! Die großen Scheißsteine bringen gar nichts! Habt ihr gesehen, wie lange wir da rumlaufen? Oh, ich hab einen Kiesel zerquetscht. Scheiße, das waren auch lockere 3 Sekunden. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Kannst du... Nein, diese großen Kiesel bringen da jetzt mal gerade nichts mehr. Nur wenn er diese Explosion macht. Und wenn er die nicht macht, dann reicht es nicht von der Zeit. Und das sehen wir vorher ja nicht, ob er die Explosion jetzt macht oder nicht. Oder haben wir genug Zeit, wenn er die Explosion macht? Ach komm, scheiße, ey, wir gehen einen anderen Weg. Ich brauche jetzt nicht wieder alle Gegenstände an diesem Kackboss. Vor allem kommt es drauf an, wie früh er sein scheiß Feuer macht, ne? Ja, und da respawnt schon nichts mehr. Super. Wow. Sind wir doch schon so oft durch, ha? Hier ist dann auch alles weg, nehme ich an. Nein. Der ist noch da? Okay. Warum? Achso, wir sind vorher schon ein paar Mal verreckt, okay. Naja, dann dürften die auch noch da sein. Wäre sinnlos, wenn nicht, ne? So, wir wollen da runter. Klar triffst du uns. So. Was ist los? Ach, da kommt er ja. Na los, komm, bye. Ja. Okay, nicht vom Pfeil treffen lassen, ne? So, dann mach hier die Tür mal auf. Gehen wir nämlich, wie gesagt, einen anderen Weg. Nee. Ich verfahre mir jetzt nicht wieder das ganze Zeug an diesem Kackboss. Ach Kumpel, warum habe ich denn einen Bogen? Und warum schieße ich überhaupt auf dich? Komm, er war doch anvisiert. Mann. Hat man noch die hässliche Maske an. Wie ist der eben runtergefallen? Aha. What the? Kletter. Okay. Wir ziehen uns mal wieder kurz um. Na, das haben wir noch an. So, die kommen wieder an und die Dranglake-Gamaschen sind richtig so. Hallo, mein Freund. Na, wie geht's dir da oben? Okay, das war jetzt uncool. Bogen! Puh. So war das okay. Ach stimmt, wir haben jetzt massenweise tausende Seelen in dem Kampf drin verloren. So 40.000 oder so. Na, das sind 2, 3 Level-Ups definitiv mal. Ach ja, warum nicht? So, und weg mit dir. Aber im Moment sage ich da einfach Nein dazu. Geht gerade gar nicht. Hey, Mr. Turtle. Mach mal einen Angriff. 1. Oh, war doch nur einer. Na dann. Hau zu. Ja. Gut so. Okay, da hat er schon kaputt gehauen. Hopp. 1, 2. Rollen. One Hit. Schon wieder. Ah, okay, da ist eh ein Bogenschütze. Der Bereich geht mir jetzt so auf den Sack, ey. Als würde Dark Souls erst... Als hätte es erst mit dem letzten Bereich wirklich angefangen, mit dieser Irdenspitze. So kommt mir das vor, als wäre es da erst richtig losgegangen, weil bisher alles dann okay war. Wobei wir schon in einem viel späteren Gebiet einen zweiten Megaboss getötet haben. Alter, leck mich doch am Buckel. Der Schmelzerdämon geht mir auf den Sack und diese Riesenschildkröte geht mir auch auf den Sack. Die haut mich jetzt auch zum zweiten Mal um. Eben durch ein Schild. Und jetzt einfach so. Ich werde wahnsinnig. Ich werde einfach nur noch wahnsinnig gerade. Naja, der Respawn wird sich in Grenzen halten. Ist ja nicht wahr. Hätten wir viel mehr Leben skillen müssen, oder was? Ich meine, mit 10 Punkten hätten wir allein 300 Leben mehr. Also ich glaube, das wäre schon minimal hilfreich. Wenn ich an meine anderen Dark Souls-Durchgänge denke, also meine normalen, dann habe ich hier wirklich nicht viel gemacht.
So, stehen wir gut. Ja. Wow, wir haben den... Alter. Wir hatten den da oben kurz ins Visier bekommen. Ach komm. Ach du blöder Lutscher. Ja, bring dich selbst um. Das ist das Beste, was du tun konntest. Mann. Tja, komm weg mit dir. Okay. Ah. Scheiße, das Gebiet hier ist echt nicht ohne. Ich glaube, wir hätten echt mehr Leben skillen sollen. Vor allem die Stärke brauchen wir jetzt zu kaum eine Waffe, die wirklich gut ist. Die beste Stärkewaffe haben wir in der Hand. Also für uns. So. Irgendwann respawnen die auch nicht mehr. Juhu. Und ich bin ja eigentlich schon verleitet, eine Menschlichkeit zu nutzen. Warum wird es hier immer so geil dunkel? Ach stimmt, das ist ja auch noch so ein Typ. Hi ho. Ja, 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 du hast ein geiles Schwert. Ist das das neue Blitzzeug? Rittergamaschen. Da haben wir ja noch gar nicht genug davon. So. Wisst ihr was? Genau das. Mann, machen wir jetzt nämlich. So. Und wir nutzen ein paar lecker Kieselchen, um uns halt eben hochzuheilen. Ne? 3, 4 Stück sollten ihren Dienst tun. So. Na komm, noch ein Fütter. Bei den Dingern weiß man einfach nie. So. Wow. Sogar 4 Stück haben nicht gereicht. Na? So. Okay. Zack. Okay, okay, nicht cool. Alter. Fuck you. Komm schon. Das ist... Ach Mann, ey, das Gebiet macht mich fertig. Puh. Hey, mir gehen nur noch... Mir gehen nur noch Flüche über die Lippen, ne? Das wäre jetzt ja... Also, privat wäre das wahrscheinlich noch eine Nummer schlimmer. Ah, natzt der uns so eiskalt aus dem Leben? Sind wir verskillt? Wir können ja neu skillen, wenn wir wollen. Im Divide können wir ja zu den Omis gehen und dann mit diesem Seelengefäß neu skillen. Aber... Nein. Einfach nein. Ich will das nicht. Super. Wir sterben und sterben und sterben, kriegen keine Seelen für Level-Ups mehr. Das ist mies. Also wir kriegen die Seelen, aber verlieren sie alsbald wieder. Und das ist ein übelster Teufelskreis. Nachher endet man bei diesem Spiel, ja, vor einer Wand, die man nicht mehr bewältigen kann. Wobei, man kann sich ja immer noch Phantome rufen. Okay, der ist weg. Der ist noch da. Der da unten müsste aber auch noch entsprechend da sein. Den haben wir auch nicht oft getötet. Ja, zack. Jetzt will der auch wieder mitspielen, oder was? Eben die ganze Zeit nicht. Komm, roll dich rein. Eben will er die ganze Zeit nicht mitspielen. Ich verstehe es manchmal nicht. Der schießt uns dann doch bestimmt auch hier ab. Klar, warum auch nicht, ne? Jetzt nicht mehr? Doch, super. Ach komm ey, leck mich. Jetzt müssen wir nämlich wieder auf die andere Seite. Jetzt müssen wir den töten, damit wir dann überhaupt mal dort hochklettern können. Ja, Kurvenpfeile. Warum nicht, ne? Oh, Fallschaden. Woo. Ah, geht mir der Bereich auf den Sack. Ja, am besten schießt du uns ab, wenn wir gerade hochkommen. Hä? Wie wäre das? So, und jetzt bist du dran. Komm. Saugesicht, du. Okay, das war das. Dann wieder auf die andere Seite. Ah, hör auf. Wir könnten echt ein Leuchtfeuer gebrauchen da vorne. Wobei es langsam egal wird, weil die Gegner, ne, nicht mehr spawnen. Ah, ist das traurig. Ja, jetzt werden wir von hinten auch noch angeschossen. So, dann pack mal dein Schwert aus. So. Und wir packen dich weg. Ah, 1500 Seelen. Ich weiß, wo wir noch ein paar tausend farmen können, aber dann ist auch Ende. Die geben ja gut Seelen, aber wenn ich die ganze Zeit sterbe, bringt das nichts. Okay, okay. Zack, zack. Oh, oh. Klar, der hat überlebt. Nein. Du Gesicht, ey. Komm. Den letzten sinnlosen Stein verbrauchen wir jetzt auch noch. Oh, es sind sogar 2. Na dann.
Sehr schön. So, meine fette, hässliche Schildkröte. Komm her. Mach etwas. Och ja, wir wurden sogar langsamer gemacht, sag ich mal. Nein, 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 hau zu. Ja. Mann. Eisentracht Gamaschen. So. Jetzt hat das Vieh wieder hier alles kaputt gemacht. Vorsicht, Scharfschütze. Das Vieh hier macht mir genug Probleme. Das Vieh macht mir schon genug Probleme. Okay. Schild. Oh, Kacke. Hier hat man doch keinen Platz. Komm, hauen um, hauen um. Ey. So. Da oben haben wir wieder zwei. Und da rechts ist direkt der Schütze. Den haben wir ja schon gesehen. Okay, was macht er? Ja? Willst du runterfallen? Ah nein, er hat sich nur in Position gebracht. Trifft er uns hier? Oh, oh. Oh. Ja, benutzen. Mach. Und jetzt? Oh, direkt hier. Sehr schön. Eine Leiter? Oh mein Gott. Bitte ein Leuchtfeuer. Bitte, bitte. Oh Mann. Und, was haben wir hier? Ich hab Angst. Okay, da ist der Schütze. Da geht's dann nochmal eine Etage höher. Okay, also da ist echt pure Action auf den Plattformen, aber... Es hält sich in Grenzen. Naja. Okay, gucken wir uns erstmal genau um. Ah, da oben steht noch eine Truhe. Donnerquarzring. Okay, ein Blitzresistenzring. Ein Leuchtfeuer. Yay. Das ist gut. So. Was sagt unser Freund hier in der Ecke? Phantom, deshalb Mumm. Okay. Naja. Naja, ich rechne eh nicht mehr damit, dass wir noch Level-Ups machen. Ist das eine Nebelwand dort oben? Sieht zumindest... Ja. Okay, ey, da ist wieder der Minimoy. Hinterhalt. You wish to guard the bell, you do. For the princess. Das hast du schon mal gesagt. Nein, wollen wir nicht, danke. Useless fool. Be gone, right now. Ja, ja, ja. Wir gehen mal durch die Nebelwand. Oh mein Gott. Kein Bosskampf. Okay. Okay. Da ist ja noch einer. Sogar einer mit einem anständigen Zauberstab oder sowas. Oh, da kam ja noch ein Angriff raus. Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Naja. Egal. Weg mit dir. Ah, der kleine Stinker ist ja auch noch da. Komm, hauen um. Nein, was war denn das? Ach, Mann. Super. Okay, keiner hat's gesehen. Okay, da sind noch mehr Minimoys. Okay, oh, das sieht geil aus. Wie wir hier auf dem Dach rumkutschieren. Mhm, ach, da ist noch so ein kleiner Pupsi. Ja, ja. Jetzt sind wir aber dran. Oh, gut, dass wir den... Aua! ...noch so getroffen hatten, wollte ich eigentlich sagen. Hörst du jetzt auf, Brandbomben zu werfen? Ich weiß gar nicht, vor wem ich jetzt mehr Angst haben soll. Alter. Ist okay. Trink schnell. Ja! Der kleine Stinker, ey. Nein, 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 nein. Ey, Mann, ist gut. So, dann haben wir den letztes Mal getroffen. Oh, komm. Der Typ, ey. Nein! Oh, komm schon, ey. Ist hier alles so scheiß stark. Das ist alles abnormal stark hier. Das ist richtig Dark Souls-like wieder. Nicht so okay, wie im Vorgänger, wie in den vorherigen Gebieten. Hier, das ist ja richtig assi, dieses Eisenschloss. Und das wird noch vorm Schattenwald angesiedelt? Ich glaub's nicht, ey. Ich glaub's nicht.
Ich habe langsam das Gefühl, dieses Gebiet anordnen hat einen Scheißdreck damit zu tun, wie schwer die Gebiete sind. Und hier sind noch so viele andere Türen. Da unten ist eine Nebelwand, da unten ist auch noch irgendein Bereich. Aber ich traue mich nirgendwo weiterzugehen. Respawnen diese anderen Viecher auch wieder? Ja, mach nur. Ach komm schon. Hau mir da in die Wand rein. Oder in den Schild. So. Rostige Münze, okay. Ah, das ist der Sonnenturm, das habe ich eben gar nicht gelesen. Okay, die kleinen spawnen scheinbar wieder. Aber die speziellen nicht. Die großen, sage ich mal. Oh, da haben wir zwei Stück angelockt von den kleinen Pupsern. Naja, wenn der große wegbleibt, bin ich zufrieden. Ah, verdammt, verdammt. Scheibenkleister. Ah, triff, komm. Ah, verdammt. Nicht gut getroffen. Eins, zwei, drei. So, und den hauen wir auch um. Ja. Okay, ist der Sonnenturm jetzt ein weiteres Gebiet? Wir schauen uns mal gemütlich hier jetzt um. Nicht, dass uns etwas in den Rücken fällt. Da ist jedenfalls eine Balliste. Na, nicht, dass einer damit schießt. So, da hinten steht auch noch einer. Hm, wo schießen die hin? Auf den Eingang. Okay. Okay, und da wartet dann noch einer. Dann zeigen wir dem jetzt mal, wo der Hammer hängt. Eins, okay. Backstab. Bam. Na, tut's weh? Oh, 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 ganz ruhig. Backstab. So. Das hast du davon. Naja. Geht's hier hoch tatsächlich? Da geht's noch hoch. Schatz voraus. Oh Mann, du hast recht. Oh, toller Schatz für uns. Naja, gehen wir mal gemütlich da hoch, ne? Dann haben wir wieder zwei Glocken und der beschwert sich wieder, dass wir hier Glocken läuten wollen. Naja, manchmal muss man halt die Glocken läuten, ne? Oder auch nicht, da geht's einfach nur auf den Dächern weiter. Ups. Ich habe mich schon gewundert, was der jetzt da hat. Das sind eben seine Multishot-Armbrüste. Oh, das ist gar kein... Richtig. Ah doch, der hat doch einen Kopf. Ich dachte schon, das wäre so ein Vieh, das wir schon mal gesehen haben. In schwarze Hexe Domino-Maske. Okay. In dem anderen Gebiet. Aber da oben ist nichts. Okay. Können wir das Ding läuten irgendwie? Obwohl, wir kommen ja gar nicht da hoch. Was ist denn jetzt da unten dann? Hm. Moment, ich muss nochmal da runter. Irgendwas muss man ja dann doch... Oh, ein Schalter. Na dann. Leute, die Glocke. Und jetzt? Und jetzt? Da ist was passiert. Irgendwo ist ein Gitter aufgegangen. Hat sich angehört... Okay. Als wäre es dort gewesen. Oder war das... War die Tür dort zu anscheinend. Was zur Hölle? Was? Okay. Fliegt da ein Drache oder was? Oder haben wir hier irgendwas aktiviert? Keine Ahnung. Hm. Naja, gehen wir mal weiter. Viel mehr bleibt uns ja nicht übrig, sage ich mal. Wir haben zwar noch andere Wege. Aber, nee. Danke, ich passe. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Den Schmelzerdämon, ich hab keine Ahnung. Irgendwann mal. Irgendwann. Wenn ich nicht mehr weiter kann. So, natürlich immer brav. Nach den Shinies umschauen. Warum hat er da eine Nachricht hinterlassen? Wegen der tollen Aussicht? Versucht tot. Aha. Okay. Ja, naja. Ah, da haben wir tatsächlich einen Shiny. Oh, wieder Einfallspinselgewürz. Das ist ja wieder brutales Magierzeug jetzt. Okay, da geht's definitiv... Oh Gott, wie sieht denn das aus?
Oh mein Gott, der kann hier hochrennen? Wie zur Hölle? Ja, ist okay. Ja, Alter. Ja, ist klar. Komm mal wieder runter. So, dann trinken wir einen Schluck. Scheiße, ey, kommt der hier einfach hochgerannt. Na, wenigstens macht er eine Fat Wall. Kumpel? Ah, alles Tarnung, okay. Alles war nur Tarnung gerade. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So, aber jetzt... Nein, doch, ja. Alter. Puh, Gott sei Dank kommen die Zwergstinker hier nicht hochgerannt. Ah, wie ist denn der da hochgekommen, frage ich mich gerade. Naja. Okay, das lassen wir mal schön bleiben. Das dauert... Oh! Dauert zu lange und die schießen sogar zurück. Ist gut jetzt, Kleiner. Eins, zwei, drei. Wo schießt denn der hin? Naja, wie er möchte. So, nun zack. Ja, da fehlt noch einer. Ah, Mist. Mist. Ah, was haben wir hier? Die Feuerpeitsche. Achso, das ist ein Zauber. War das bei jemandem gerade eine Nebelwand? Okay. Eine Kiste. Oh, natürlich nehmen wir die mit. Und? Selbstverbrennung. Na toll. Übelstes Zauberzeug hier. Oh, ein Schatz. Menschenbild. Triklops Schlangenpastillen. Okay. Zeig ich mal her. Das da? Versteinerungsresistenz. Okay. Hm. Ja, wie sieht's aus? Was haben wir denn hier alles? Wie viele Gegner warten hier? Ah, wir sind wieder im Eisenschloss. Okay. Hä? Oh, oh. Interessant. Danke dir. Lustig. Ha! Oh mein Gott, wie die versteckt war. Da habe ich jetzt nicht wirklich drauf geachtet. Hm. Großschwert des Schwarzen Ritters. Aha. Großer Geistbaumschild und Schutzglocke. Okay. Großschwert des Schwarzen Ritters. Zeig mal her. So, das ist der Zweihänder, den wir gefunden haben. Wow. Der ist gut. Wow. Moment, was? Was hat das da dabei? Ist das Feuerschaden? Tatsächlich. Oh Gott, ja klar. Was das für Stats braucht, guckt euch das mal an. Mhm. Großschwert eines der Ritter, die vor lang vergessener Zeit einem Gebieter des Lichts dienten. Selbst als ihr Fleisch von Flammen versenkt worden war, blieben sie stark, hielten Wache und forderten Besucher ihres Landes zum Kampf heraus. Ja, komm, was das für Stats braucht. Das allerdings gefällt mir ganz gut. Zack. Zack. Ja, das Moveset kennen wir. Aber... Es ist nicht gut. Nicht wirklich gut. Irgendwie kommt mir das so vor. Cool. Danke für diesen Hinweis. Wirklich. Wow.